Axel der Eisenmann, hallo. Ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach man einen Sicherheitshalter in vorhandenes Teilbrett einbauen kann. So, ich baue jetzt den Sicherheitshalter ein. Hier haben wir den Teilstrap. Man braucht dazu einfach ein Werkzeug, um den zu markieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, gebe den durch, bis hinten hin, mache mir hier zwei Markierungen. Hierzu könnte man auch einen Bleistift verwenden, das seht ihr jetzt hier so. Jetzt kommt die Lochzange dran, man macht also zwei Löcher mit 4 mm. Dann prüfe ich das Ganze nochmal, ob die auch passen. Okay. So, der Sicherheitshalter sollte mit der Rückseite, wo also auch kein Stempel drauf ist, auf der rauen Seite sein und mit der Vorderseite mit Stempel auf der glatten Seite des Teilstraps. Dann stecken wir die Nieten durch. Zweimal. So. Eine harte Unterlage sollte man haben. Ich habe hier jetzt eine Stahlplatte. Man könnte auch einen glatten Stein nehmen. Und zu allerletzt braucht man einen Hammer und versucht jetzt hier diese Nieten etwas vorsichtig da rein zu modellieren. So, fertig eingebaut.